Ich bin Yannick, ich studiere hier an der Uni Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik. Ich bin 1,97 groß, wiege jetzt im Moment 121 Kilo. Mein schwerstes waren mal 137. Also ich mache seit 8 Jahren Bodybuilding und ja, Sport mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ungefähr trainiere ich so 6-mal die Woche. Das Training an sich dauert eigentlich nur 1,5 Stunden, aber mit Aufwärmen, Hinlaufen, Pipapo und auch Cardio so 3 Stunden am Tag, würde ich sagen. Und genau, ja, das Training ist auch nur ein kleiner Bruchteil vom Bodybuilding. Das wissen viele gar nicht, dass das Training nur ein ganz kleiner Teil ist, den man da in Anspruch nimmt. Was ich am Bodybuilding so faszinierend finde, ist zum einen, dass man halt Erfolge an sich direkt sieht. Und eine Sache, die ich am Bodybuilding halt extrem geil finde, so die Wettkämpfe an sich, da wird einem halt gesagt, wir wollen dich sehen, so brutal wie es geht, auf der Bühne. Und der Rest ist egal, du kannst machen, was du willst. Und das zieht natürlich relativ extreme Persönlichkeiten an, weil man eben alles macht, was man will, so. Also als Bodybuilder auf einem anständigen Niveau, man bereitet sich sozusagen sein ganzes Leben auf den Wettkampf vor. Also es gibt keine Periode, wo man mal sagt, so ja, scheiß auf alles. Man macht beim Bodybuilding eigentlich immer das, was der Körper nicht machen will. Im Aufbau isst man mehr, als der Körper braucht. In der Diät isst man weniger, als der Körper braucht. Und so macht man eigentlich immer das Gegenteil, was der Körper einem sagen will. Beim Bodybuilding ist halt wirklich 24/7 bist du drinne. Und dementsprechend habe ich mich auch ja 4 Jahre oder länger auf meinen Wettkampf sozusagen vorbereitet, mit der Off-Season eben, um Muskeln aufzubauen. An sich die Diät, die dauert so 4 Monate meistens. Die letzten Wochen sind allerdings die härtesten und ja, man merkt es auch, so eine lange Diät, die zerrt ein bisschen an einem. Was man halt hat, ist ab und zu so dieser leichte Hunger, was ganz normal ist in der Diät und auch wichtig ist. Und ja, ich genieße es allerdings tatsächlich ein bisschen. Ansonsten die größte Schwierigkeit, die man beim Bodybuilding hat, ist, dass man sich extrem reinsteigert und einen kompletten Bezug zur Realität verlieren kann oder auch oft verliert. Allerdings ist es auch bei jedem Extremsport so, dass die Gesundheit vor allem in den letzten Wochen kurz vor dem Wettkampf eher an zweiter Stelle steht. Da muss der Körper halt mal durch. Extremsport ist kein Gesundheitssport. Beim Bodybuilding ist halt noch die Sache, da ist der Einsatz von Medikamenten extrem wichtig und trägt halt massiv zum Erfolg auch bei und deswegen wird da auch viel missbraucht und gebraucht. Und wenn man da dann noch den Realitätsverlust mitbringt, dann bringt man sich oft in einen kleinen Teufelskreis rein, wo die Gesundheit einfach nur bergab geht. Und diesen Teufelskreis sollte man halt vermeiden, wenn es geht. Tore Yannick Gamasch, Platz Nummer 26. Ein letzter Tipp, den ich jedem mitgehen kann, egal ob trainiert oder nicht, achtet auf eure Gesundheit. Das ist das Einzige, was ihr später habt. Und achtet auf eure Ernährung. Man muss nicht alles perfekt machen, aber hier 80-20-Regel. Wenn man 80% sich sauber ernährt und viele Mineralstoffe und Vitamine zuführt, dann hat man definitiv auch einen Großteil der Erfolge, die man sich wünscht.